Die BVG hat Probleme. Personalmangel und veraltete Züge, die dringend repariert oder ausgetauscht werden müssen. Bis das aber passiert ist, werden ab Montag, zu Beginn der Schulzeit, einige Fahrpläne angepasst, wie es so schön heißt. Das bedeutet, ab dem 2.9. fährt die U-Bahn Linie 9 anstatt alle 4 nur noch alle 5 Minuten. Wie lange das andauert, ist noch unklar. Eine Woche später, ab dem 9.9., gilt noch Folgendes dazu. Die U1 fährt früh morgens und spätabends nur noch zwischen Uhlandstraße und Neulendorfplatz. Dafür fährt die U3 als Stammlinie ganztägig zwischen Krummelanke und Warschauer Straße durch. Die U2 fährt anstatt 4 nur alle 4,5 Minuten. Das alles gilt bis zum Start der Sommerferien 2025. Eine dauerhafte Änderung gibt es auf der U4. Die fährt dann tagsüber nur noch alle 6 bis 7 Minuten. Zugausfälle und Verspätungen kommen bei der BVG schon jetzt häufig vor. Und ab Montag dann noch der weiter ausgedünnte Fahrplan. Das kann schon nerven. Es gibt wirklich so viel Verspätung und es ist so voll, dass manchmal man kommt nicht rein. Und das ist wirklich dann anstrengend. Bus ist für mich Katastrophe, U-Bahn nicht. Für andere Fahrgäste machen die wenigen Minuten kaum etwas aus. Also es würde mir reichen, wenn Sie sagen, Sie gehen im Takt hoch. Also Sie fahren nur alle 6 Minuten dafür regelmäßig. Fände ich schöner, als wenn es alle 5 Minuten kommt, dafür aber jede dritte nicht. Wir haben das große Glück, dass wir auch immer auf dem Fahrrad ausweichen können und die Distanzen zum Arbeitsplatz nie so hoch sind. Unsere Gesellschaft ist so gestresst und wenn man da mal länger steht, als man eigentlich will, dann kann man nachdenken über die BVG zum Beispiel. Das finde ich gut. Eine halbe bis etwa 2 Minuten. Wie sehr macht sich diese Taktreduzierung überhaupt bemerkbar? Das fragen wir nach beim Berliner Fahrgastverband. Wenn jetzt zum Beispiel auf der U9 statt 5 Zügen in 20 Minuten jetzt nur noch 4 Züge kommen, dann hört sich das erstmal nicht so schlimm an. Aber jeder Zug hat ja 600 Plätze. Und die fehlen dann eben in dem 20-Minuten-Takt, was man auf dem Linienverlauf merkt. Die BVG ist aktuell dabei, neue Fahrzeuge zu beschaffen. Viel zu spät, meint Matthias Gibtner. Das wusste man schon seit Anfang der 2000er Jahre, dass die Flotte erneuert werden muss. Damals ist nicht investiert worden. Derzeit werden die neuen Wagen umfassend getestet. Und das dauert. Die ersten Bahnen sollen dann laut BVG ab dem kommenden Jahr geliefert werden.